fange einfach damit an, dass ich Sie daran erinnere, dass in dem Titel des Vortrags Demokratie erfahren Worte vorkommen, die Sie kennen. Demokratie ist die uns vertraute politische Ordnung, deren Legitimität auf der freiwilligen Zustimmung der Beherrschten beruht. Freude und Leid haben wir auch alle schon erfahren und wir wissen auch, dass es ohne die Sinne und den Körper selten zugeht. Aber wann wird uns die Demokratie zu einer sinnlichen und körperlichen Erfahrung? Welche Rolle spielt die Demokratie in unserem Alltag? Und was heißt das für die immer lauter werdende Debatte über die Krise der Demokratie? Insbesondere die Krise der liberalen Demokratie. Und damit ist man auch im Kern schon in der Debatte über Populismus und die Spannung zwischen Populismus und liberaler Demokratie. Was Sie hier sehen, ist ein Treppenhaus. Es bildet das Zentrum des 1954 in Bonn-Bad Godesberg errichteten Verwaltungsgebäudes der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Es ist ein Treppenhaus in einem jener öffentlichen Bauten, die als steingewordener Ausdruck des, Zitat, demokratischen Geistes galten, dank derer die Bürgerinnen und Bürger der jungen Westdeutschen Republik aus dem Schatten von Völkermord und Vernichtungskrieg treten wollten. Die Treppe wie den Bau hatte Sepp Ruf entworfen, Jahrgang 1908, und damit Angehöriger jener Kohorte, die Michael Wild als Generation der Unbedingten beschrieben hat und der die gesamte Führungselite im Reichssicherheitshauptamt angehörte. Die Zeit des Nationalsozialismus hatte Ruf dank der Aufträge privater Bauherren überlebt. Die Nachkriegszeit bot für ihn daher auch die Chance, verlorene Jahre nachzuholen. 1950 entwarf er den Neubau der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Hier haben Sie zwei Bilder davon. Das ist gerade komplett restauriert worden und sehr sorgfältig gemacht worden. Ich habe es aber leider noch nicht in restaurierter Form gesehen. Also wenn Sie mal in Nürnberg sind, fahren Sie dort unbedingt hin. Aber sehr viel prominenter war er dann als Architekt des Verwaltungsbaus der Allied High Commission Headquarters in Bonn-Bad Godesberg wieder. Das war dann die spätere Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Bonn. 1954 folgte der Verwaltungsbau der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dann sehr prominent 1958 die deutsche Pavillongruppe auf der Weltausstellung in Brüssel, die Ruf mit Egon Eiermann zusammen entwarf. Als der Stararchitekt des demokratischen Aufbruchs wurde Ruf gleichsam zum Baumeister der Bonner Republik, dem es zufiel, Albert Speers bösen Geist aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben. Auf die Pavillongruppe in Brüssel folgte der 1964 in Bonn errichtete Kanzlerbungalow, ein gläserner Flachbau, der die demokratische Transparenz, die leise Zurückhaltung und die liberale Offenheit der jungen Republik verkörpern und den Spuk von Albert Speers neuer Reichskanzlei bannen sollte. Was Sie hier sehen, ist also das Treppenhaus im Verwaltungsbau der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dessen Originalzustand kürzlich aufwendig restauriert wurde. Die nach oben führende Wendeltreppe aus Stahlbeton steht für eine schwerelose Leichtigkeit und den Glauben an eine bessere Zukunft. Das filigrane Geländer und die zierlichen Handläufe aus ummanteltem Metall führen hinauf zum Licht und verstärken das Gefühl der Transparenz. Während sich jedoch kaum Besucher und Besucherinnen in den Verwaltungsbau der Deutschen Forschungsgemeinschaft verirren, war die deutsche Pavillongruppe auf der Weltausstellung in Brüssel eine Attraktion für ein Publikum aus der ganzen Welt. Von April bis Oktober 1958 besuchten fast 42 Millionen Menschen das Ausstellungsgelände im Nordwesten der belgischen Hauptstadt. Also die letzte große Weltausstellung in Deutschland, in Hannover, ich glaube das Jahr 2000, hatte nur noch 8 Millionen Besucher. Bereits 1954
keine 10 Jahre nach dem Ende des Völkermordes und des Vernichtungskriegs hatte die belgische Regierung die junge Bundesrepublik eingeladen, sich an der Weltausstellung zu beteiligen. Das war umstritten, aber das spielt jetzt keine so große Rolle. Dieser erste internationale Auftritt nach der bedingungslosen Kapitulation symbolisierte die Rückkehr in die weltbürgerliche Völkergemeinschaft. Brüssel markiert eine wichtige Station auf jenem Weg, in dem sich die Deutschen von einer schlimmen Vergangenheit freimachten und sich auf die Suche nach der liberalen Demokratie begaben. Eine Suche in Klammern, die bis heute andauert. Die deutsche Pavillongruppe in Brüssel versuchte zugleich, die Gespenster der NS-Architektur zu vertreiben und an demokratische Traditionen anzuknüpfen. Der Entwurf von Eiermann und Ruf verkörperte die von Johannes Paulmann beschriebene Haltung der Zurückhaltung, die so typisch für die auswärtige Kulturpolitik der Bonner Republik war. Anhand der Pavillongruppe lässt sich prüfen, ob es möglich ist, nach demokratischen Formen der Architektur zu fragen. Der politischen Dimension des Auftrags waren sich Eiermann und Ruf bewusst. Für sie bestand die Herausforderung darin, im Schatten des Nationalsozialismus, ich zitiere, den richtigen Ton zu treffen, um dem demokratischen Neubeginn eine architektonische Form zu geben. Die formale Reduktion, eine Gestaltung nach dem Motto weglassen und nochmal weglassen, so Ruf wieder, bot sich dafür als Königsweg an. Als Leitbild kam allenfalls der Miesche Barcelona-Pavillon von 1929 in Frage. Den kennen Sie, wenn Sie den nicht kennen, Sie kennen alle den Barcelona-Chair von Mies van der Rohe, der extra für diesen Pavillon entworfen wurde. Das ist aber jetzt schon Brüssel. Die Brüsseler Bauten von Ruf und Eiermann bestanden aus 8 separaten Pavillons auf ovalkreisförmigem Grund, die durch offene, aber überdeckte Stege miteinander verbunden waren. Ein ganz ähnliches Prinzip, dieses Pavillon-Prinzip mit diesen Stegen, hatten Sie schon bei der Kunstakademie Nürnberg gesehen. Die flach gedeckten Baukörper, 4 kleine und 4 größere, enthielten jeweils 2 bzw. 3 Geschosse und wurden so auf dem Grundstück verteilt, dass eine zentral gelegene, hofartige Platzanlage entstand. Alle Gebäude waren im Grund und im Aufriss auf ein einheitliches Rastermaß bezogen und als Stahlkonstruktion mit weit auskragenden Deckenplatten ausgeführt. Die von den Gebäudekanten zurück versetzten Wände bestanden vollständig aus Glas. Die äußerste Fassadenschicht bildete ein filigranes Stabwerk aus weiß gestrichenen Stahlstangen. Mit der Pavillongruppe entwarfen Eiermann und Ruf eine Architektur der leisen, lakonischen Form, die sich jeder monumentalen Geste enthielt. Wie vor ihnen Mies van der Rohe hoben sie das Horizontale hervor, wogegen das Vertikale in den Hintergrund trat. Für die Statik unverzichtbare vertikale Elemente waren filigran, luftig und hell gestrichen. Dank dieser Formsprache schienen die Bauten fast zu schweben, vermittelten dem Publikum ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Zudem symbolisierte die Pavillongruppe das Ideal der Transparenz. Die Fassaden der Bauten bestanden fast ausschließlich aus Glas und im Gegensatz zu dem Spiegel- bzw. Sichtschutzglas, das die Paläste des Kapitalismus in Shanghai, Frankfurt oder London vor den neugierigen Blicken des Publikums schützt, verwendeten Ruf und Eiermann ausschließlich durchsichtiges Glas. Passanten konnten in das Innere der Gebäude sehen, Blickachsen, die zugleich dazu einluden, an allem teilzunehmen, was in den Pavillons passierte. Im Gegensatz zu einer Architektur der Macht und der Ausgrenzung bemühten sich Eiermann und Ruf bewusst, die Grenze zwischen Innen und Außen aufzulösen. Indem sie das durchsichtige Glas mit dem filigranen Stabwerk kombinierten, konnten die Besucher und Besucherinnen ebenso frei hinein wie hinausblicken. Die Übergänge zwischen den Bauten und der Parklandschaft waren fließend und teilweise unsichtbar.
Jetzt muss ich mal eben sehen, dass ich ihn so. Und jetzt, ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht durcheinander komme mit der Zahl der Bilder. Im Sinne der Haltung der Zurückhaltung, die, wie gesagt, Johannes Paulmann in einem fantastischen Aufsatz beschrieben hat, war das Exponat im Zentrum des Pavillons nicht ein niegelnagelneuer Mercedes oder und auch kein BMW und auch keine Panzerhaubitze von Rheinmetall, sondern, das kennen Sie vielleicht noch, jetzt haben Sie noch einmal das Café da, nochmal diese Blicke, wo Sie sehen können, wie sozusagen die Landschaft mit einbezogen ist. Also das zentrale Exponat im deutschen Pavillon auf der Weltausstellung war ein Klepper-Faltboot. Den Witz können Sie nur auf Englisch machen, aber auf Englisch heißt ein Faltboot Collapsible Canoe. Und das kennen Sie sicherlich, Monsieur Hulot, in den Ferien. Im Hintergrund sehen Sie Saint-Marc, also rechts von dem Bildausschnitt kommt irgendwann Saint-Nazaire. So, diese vier formalen Elemente, der Kreis und das Horizontale, die Transparenz und das Flüssige der Übergänge, sollten zugleich den demokratischen Aufbruch der jungen Bundesrepublik symbolisieren und den bösen Geist des vorhergehenden deutschen Pavillons auf einer Weltausstellung bannen. Für die Exposition Internationale in Paris hatte Albert Speer das Deutsche Haus entworfen. Es stand an der zentralen Achse der Weltausstellung, der Avenue du Pays, direkt gegenüber dem sowjetischen Pavillon. Also auf der rechten Seite das sowjetische Pavillon, links das deutsche. Den monumentalen neoklassischen Bau dominierte ein 65 Meter hoher rechteckiger Turm aus 9 kannelierten Pfeilern, an dessen Rückseite sich eine 135 Meter lange fensterlose Halle anschloss. So, ich zeige Ihnen jetzt einfach ein paar Bilder. Vielleicht kennen Sie das auch schon, weil das ist relativ bekannt. Nazi-Ästhetik ist viel interessanter und faszinierender als demokratische Ästhetik. Auf jedes Buch, was Sie zur faschistischen Ästhetik lesen können, oder jedes Buch zur demokratischen Ästhetik, was Sie lesen können, auf die kommen, je nach Sprache, in der Sie recherchieren, 20 bis 50 Titel über faschistische, stalinistische oder nationalsozialistische Ästhetik oder totalitäre Ästhetik oder wie Sie das auch immer nennen wollen. Aber was Sie hier sehr schön sehen können, ist der Turm und dann diese 135 Meter lange Halle. Hier nochmal der Entwurf von Speer. Es war ein sehr, sehr populäres, beliebtes Postkartenmotiv. Zwei Beispiele. Und hier dann nochmal ein Blick in diese Halle von innen. Also Sie sehen, also das war sehr sorgfältig gestaltet. So, jetzt muss ich mal aufpassen, weil ich will Ihnen nicht die ganze Zeit Herrn Speer zumuten. Ich gehe einfach schon mal weiter, aber gucken Sie noch nicht so genau hin. Wir kommen dazu gleich. Ja? So, im Anschluss an solche Eindrücke und Bilder, das kann ich Ihnen schon mal rumgeben. Also das hier, muss ich aufpassen, das hier ist ein Buch, das von den Amerikanern Mitte der 50er Jahre gemacht worden ist, zum Zwecke der Civic Education, das ist dann ins Deutsche übertragen worden, zum Zwecke der, wie wir heute sagen würden, politischen Bildung. Damals hieß das noch Hessische Landeszentrale für Heimatdienst und es hieß auch Bundeszentrale für Heimatdienst, das war ein überkommener Begriff aus der Weimarer Republik, aber im Kern geht es um politische Bildung. Und mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass Sie das in Ruhe lesen, aber gucken Sie sich mal das Bildprogramm auf den Seiten 7 bis 13 an. Ja, ich lasse das mal rumgehen. So, also im Anschluss an solche Eindrücke und Bilder will ich heute versuchen, Überlegungen zur Bedeutung von Fragen der Form und des Stils für unser Verständnis der Demokratie zu entfalten. Gerade in den letzten Jahren hat die Sorge zugenommen, dass sich die Demokratie als gefährdeter erweisen könnte, als wir lange angenommen haben. Die wohlfeile Rede über die Krise der Demokratie befeuert etwa ein neueres Heft der Zeitschrift Foreign Affairs, das Beiträge zur Frage sammelte, ich zitiere, "Is democracy dying?"
Das einflussreiche Social Science Research Council in New York finanziert seit gut 10 Jahren eine Forschungsgruppe über, ich zitiere, Anxieties of Democracy mit Charles Taylor als dem Spiritus Rector. Nun ist mit dem sprechenden Titel, ich zitiere, Degenerations of Democracy, die düstere Bilanz bei Harvard University Press erschienen. Dazu gleich noch etwas. Aber schon 1994, als sozusagen die erste Begeisterung über den Fall der Mauer, das Ende der Sowjetunion, die Vereinigung, die, sozusagen den Triumph der liberalen Demokratie, das Ende der Geschichte sozusagen verklungen war, hat Charles Mayer ebenfalls in Foreign Affairs betont, die Krise der Demokratie sei keine politische Frage im engeren Sinne, sondern, ich zitiere Mayer, eine moralische Krise, deren Symptom die wachsende Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger ist. Was mir auch, wie viele Jahre später sind wir jetzt, 28 Jahre später, immer noch eine gute Beschreibung des Problems zu sein scheint, vor dem wir stehen. So, jetzt ganz schnell, lass ich auch einfach rumgehen. Das ist Taylor und Co., die Generations. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen, es ist vor 2 Wochen erschienen, aber es ist natürlich ganz düster und traurig. Und wenn Sie es ein bisschen fröhlicher und zuversichtlicher haben möchten, wie ich es gerne habe, dann schauen Sie hier rein, How Democracies Live von Stein Ringen, einem sehr interessanten norwegischen Politikwissenschaftler, was auch zu der Frage führt, warum Stein Ringen und mit Stein Ringen und Stein Rockan, zwei der einflussreichsten Demokratietheoretiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Norwegen kamen. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. So. Lassen Sie mich zunächst vorschlagen, das hatte Jörg Döring gerade schon angedeutet, zwischen der Demokratie als Herrschaftsform und der Demokratie als Lebensform zu unterscheiden. Ja? Wichtig ist bei der Unterscheidung nicht, dass das in irgendeiner Weise hierarchisiert ist. Es ist nur ein Hinweis darauf, dass Demokratie mehr ist als eine Herrschaftsform. Ja? Und dass es eine andere Facette der Demokratie gibt, die wir deshalb im Auge behalten sollten, die ich dann mit dieser Formulierung Demokratie als Lebensform beschreibe. Zumindest für einen geisteswissenschaftlichen Blick, und ich weiß nicht, ob Ihnen Geisteswissenschaften zu altmodisch klingt, dann sagen Sie Kultur- oder medienwissenschaftlichen Blick, zumindest für einen geisteswissenschaftlichen Blick auf die Krise der politischen Ordnung, in der wir leben, dürfte sich diese formale Unterscheidung als fruchtbarer erweisen, als ihnen vertraute inhaltliche Klassifikationen oder Taxonomien, die zwischen der Liberalen, der Direkten oder der Deliberativen, der Radikalen oder der totalitären Demokratie unterscheiden. Gegenwärtig beherrschen und eigentlich schon seit den 50er, 60er Jahren, beherrschen die Sozialwissenschaften die demokratietheoretische Debatte. Die Geistes- und Kulturwissenschaften dagegen haben bisher wenig zu der Frage beigetragen, wie wir die Demokratie als eine ebenso unwahrscheinliche wie fragile politische Ordnung verstehen können. Vor diesem Hintergrund möchte ich dafür plädieren, die Rolle der Geistes- und Kulturwissenschaften in den Debatten über die Bedeutung von Demokratie als einer Lebensform zu stärken. Die Rede von der Demokratie als Lebensform verweist auf eine lange Tradition des Denkens, für das Namen wie Montesquieu oder David Hume, Kant oder Tocqueville, John Dewey oder Sidney Hook stehen. Zwar taucht die Formulierung von der Demokratie als Lebensform erst im frühen 20. Jahrhundert auf und geht erst im Schatten der Krise der liberalen Demokratie in den 30er und frühen 40er Jahren in die politische Sprache ein. Also man könnte sogar so weit gehen zu sagen, die Formulierung Demokratie als Lebensform ist eine alliierte Erfindung im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Von der sozusagen Popularisierung dieser Formulierung her gedacht. Aber die Frage, ob jede Staatsform eine ihr spezifische Lebensform, ob jede Staatsform ihr eigene Sitten, ein Ethos, Manners, beziehungsweise Mörs voraussetzt, ist älter. Die Annahme einer wechselseitigen Verschränkung zwischen der politischen Ordnung und dem privaten Alltag finden sich nicht nur bei Aristoteles, Montesquieu und Tocqueville,
sondern bildet auch den Hintergrund für die Debatte zwischen John Locke und Robert Filmer über das Patriarchat, den Diskussionen der Aufklärer über die Polite Society bzw. die ungesellige Geselligkeit. Und das waren Diskussionen, das werden Sie wissen, die man nicht nur in Edinburgh oder Genf führte, sondern eben auch in Königsberg oder Philadelphia. So wunderlich und veraltet manchem die Sprache der Aufklärung heute anmuten mag, könnte es sich gerade in der gegenwärtigen Krise der liberalen Demokratie als fruchtbar erweisen, sich an ältere Begriffe und Metaphern zu erinnern, die das erste Zeitalter der demokratischen Revolution prägten, wenn wir versuchen, die Frage der Demokratie in ihrer Widersprüchlichkeit ernst zu nehmen. Doch so traditions- und facettenreich das Nachdenken über solche Themen auch sein mag, bleiben viele Antworten auf die Frage nach der Wechselwirkung von öffentlichem und privatem Leben spekulativ. Schuld daran ist nicht die Philosophie, deren Aufgabe ja eher das Nachdenken über die Welt als ihre empirische Erforschung ist. Die Verantwortung dafür liegt vielmehr bei den Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern, die sich davor scheuen, sich der ebenso großen wie zutiefst politischen Frage nach der Demokratie als Lebensform zuzuwenden, obwohl sie gerade jene fachspezifischen Methoden, die Gelehrsamkeit und das Feingefühl mitbringen, um kulturelle Figuration und ästhetische Formen, die Bedeutung von Ritualen und Stilfragen zu untersuchen. Damit eröffnen sich Forschungshorizonte für die geisteswissenschaftliche Perspektiven nicht nur hilfreich, nice to have, sondern unverzichtbar sind. Und sie sind unverzichtbar, um die kulturellen Voraussetzungen der Demokratie als einer unwahrscheinlichen, sonderbaren und gefährdeten Lebens- und Herrschaftsform zu untersuchen. Mein Interesse dabei gilt nicht der Bedeutung des Inhalts, etwa von demokratischen Werten bzw. Normen oder von demokratischen Ideen in öffentlichen Auseinandersetzungen. Das heißt konkret, wenn wir morgen über Gedichte von Walt Whitman diskutieren, dann diskutieren wir nicht über den ideologischen Gehalt dieser Gedichte, der liegt nämlich auf der Hand, sondern über die Form, die Whitman wählt, um sich selbst und seine politischen Überzeugungen auszudrücken. Auf diese Weise will ich empirische Forschungen anregen, die nach dem demokratischen Potenzial von ästhetischen Formen, von Stilen und Umgangsformen fragen. Der Begriff der Form ist dabei weit gefasst. Es geht um Literatur und Musik, die schönen und, wie Siegfried Krakauer vorgeschlagen hat, nicht mehr schönen Künste, die Architektur, die Fotografie, den Film und das Fernsehen, ebenso wie um materielle Kultur und Rituale, Bildung und Erziehung, sowie um das bürgerliche Zusammenleben. In Frage ziehen will ich damit Walter Benjamins These, dass die Ästhetisierung des Politischen im Faschismus endet. Kurz, es geht darum, das Verhältnis zwischen Ästhetik und Politik neu zu vermessen. Im Zentrum steht die Frage, ob es möglich ist, Formen der politischen Ästhetik im Gegensatz zur Ästhetisierung des Politischen zu bestimmen, die als Form nicht autoritär, sondern demokratisch sind. Ja, also im Kern geht es um die Frage, wie erfahren wir Demokratie sinnlich? Ja, in dem Sinne Ästhetik. Und das heißt, wenn man es noch einfacher haben wollen, wie fühlt sich Demokratie an? Wie fühlt sich Freiheit und Gleichheit an? Auf diese Weise will ich auch dem Einwand begegnen, dass die Frage nach einer demokratischen Form, einem demokratischen Stil und einer demokratischen Ästhetik von wichtigen Themen wie dem der staatlichen Ordnung, der Regierungskunst oder den demokratischen Werten ablenkt. Zu den Schlüsselfragen einer geisteswissenschaftlichen Demokratieforschung gehören in diesem Sinne, und jetzt kommen einfach ein paar Fragen, die Fragen sind aber eher im Sinne von Fragen gemeint, die man eben so oder so beantworten kann. Wenn eine spezifische Kultur eine wesentliche, obgleich schwer fassbare Grundlage für das demokratische Zusammenleben bildet,
ist es dann möglich zu bestimmen, welche Formen und Stile es sind, welche die Demokratie als Lebensform fördern, erhalten und beleben. Wenn wir die Demokratie als Form der repräsentativen Herrschaft begreifen, können wir spezifisch demokratische Formen der ästhetischen Repräsentation bzw. einer demokratischen Umgangssprache identifizieren. Falls eine Demokratie gerade dann aufblüht, wenn sie das Bewusstsein für seine Grenzen, unvermeidbare Widersprüche und seine Fragilität stärkt, worin liegen dann das demokratische Potenzial der Ironie, der Komödie oder der Parodie, der Pastiche oder der Bricolage? Gibt es literarische Formen und Erzählstrategien, die Leserinnen und Leser ermuntern, sich in öffentliche Angelegenheiten einzumischen? Falls die Demokratie auf der Idee der Gleichheit und der Teilhabe, vielleicht sogar auf der Idee der Subversion, der Rechenschaft und der Transparenz beruht, gibt es demokratische Formen der Architektur, der Stadtplanung und der Landschaftsgestaltung, die diese demokratischen Haltungen ermöglicht und sogar verstärkt. Wenn wir die Demokratie als organisierte Unsicherheit, das ist die Definition von dem aus Polen stammenden New Yorker Politologen Adam Przeworski, wenn wir die Demokratie als organisierte Unsicherheit und als notwendigerweise experimentell begreifen, müssen demokratische Formen riskant und risikoreich, offen und unbestimmt sein. Wenn sachkundige und gut begründete Urteile die Grundlage demokratischen Regierens bilden, können wir Formen spezifisch demokratischen Wissens und demokratischer Wissenschaft identifizieren und vielleicht sogar spezifisch demokratischer Universitäten. Welche Form spielt für eine demokratische Kultur jene skeptisch-ironische Haltung, die Albert Hirschmann als, ich zitiere, Propensity to Self-Subversion beschrieben hat? Wenn die Demokratie auch eine Lebensform ist, lassen sich Umgangsformen und Bräuche, Geschmackssinne und Kleidungsstile, Haltungen und Gewohnheiten bestimmen, die eine Kultur des Rechts und der Gerechtigkeit fördern und den demokratischen Geist der Teilhabe in alltäglichen Begegnungen stärken. Solche Fragen zu stellen, heißt nicht, sie zu beantworten, aber in ihnen schlägt sich eine Neugier nieder, die den Blick für die blinden Flecken der sozialwissenschaftlichen Demokratietheorie öffnet. Es ist jedenfalls auffällig, dass wir zwar viele grundlegende Arbeiten über die Demokratie als Herrschaftsform haben, aber nur wenige Studien zur Demokratie als Lebensform. David Runciman gehört neben Wendy Brown oder Stein Ringen, den ich gerade schon erwähnte, zu jenen, die am eindringlichsten vor dem Niedergang der Demokratie waren. Das Projekt der Demokratie falle allzu leicht einem naiven Fortschrittsglauben anheim. Infolgedessen gehe für das Überleben der Demokratie das notwendige Gespür verloren, wie fragil und gefährdet diese unwahrscheinliche Herrschaftsform sei. Schon seit langem lasse sich beobachten, so Runciman und Co., dass sich die sozialen und kulturellen Grundlagen der Demokratie zunehmend auflösen. Wie lassen sich diese Grundlagen am besten fassen? In der Bundesrepublik hat vor allem Ernst Wolfgang Böckenförde darauf hingewiesen, dass die liberale Demokratie ohne eine moralische Ordnung scheitern muss. Und ich zitiere, das kennen Sie alle, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ende des Zitats betonte der sozialdemokratische Staatsrechtler und engagierte Katholik 1976. Ich zitiere weiter, als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und auf säkularisierter Ebene in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Ende des Zitats. Deshalb war Böckenförde dann, als in den frühen 70er Jahren
das Projekt der Demokratisierung der Demokratie immer mehr Anhänger fand, auch sehr skeptisch und hat dann gesagt, dass das ein totalitäres Projekt wäre. Sie merken sofort, wenn Sie das Wort garantieren hören, dass es ja eine Möglichkeit gibt, das auch nochmal anders zu reformulieren und zu sagen, dass der demokratische Staat oder ein demokratisches Gemeinwesen zwar seine kulturellen und sozialen Voraussetzungen nicht garantieren kann, aber immerhin doch pflegen. Dass die demokratische Kultur zu leer und zu undefiniert und zu fragil sei, treibt auch Charles Taylor um. Das Unbehagen an der säkularen Moderne gefährde das demokratische Zusammenleben. Es sei daher dringend notwendig, jene, und das kennen Sie sicherlich auch, Social Imaginaries zu stärken, auf denen eine echte Demokratie beruht. Der Zusammenhalt in einer Demokratie setze einen moralischen Konsens voraus, der nicht auf abstrakten Überlegungen im Sinne von John Rawls beruht, sondern auf alltäglichen Erfahrungen, die Taylor als Social Imaginaries begreift. Und dank dieser Social Imaginaries können wir uns dann gemeinsam auf demokratische Ideale wie das der Solidarität oder der Gleichheit verpflichten. Laut dem strenggläubigen Katholiken Taylor umfasst der Begriff des sozialen Imaginären, und ich zitiere, "the ways people imagine their social existence, how they fit together with others, how things go on between them and their fellows, the expectations that are normally met, and the deeper normative notions and images that underlie these expectations." Ende des Zitats, und Sie merken sofort, das passt auch zu Jürgen Links Normalismus. Der Blick auf Form- und Stilfragen soll weder Böckenförders rechtstheoretische noch Taylors philosophische Überlegungen ersetzen. Aber der Perspektivenwechsel schärft den Blick dafür, dass Böckenförders Sorgen überzeichnet sind, das hatte ich gerade schon angedeutet, und dass Taylors Plädoyer für geteilte soziale Imaginäre fragwürdiger ist, als häufig angenommen wird. Bereits Ende der 30er Jahre versuchte der amerikanische Philosoph Sidney Hooke, Hooke ist weniger bekannt als John Dewey, unter amerikanischen Ideenhistorikern ist er als John Deweys Bulldogge bekannt, der Deweys philosophische Ideen sozusagen popularisiert hat. Aber der war einer der einflussreichsten Public Intellectuals in den USA in den 30er, 40er, 50er Jahren. Sidney Hooke versuchte also schon Ende der 30er Jahre, die Dilemmata zu beschreiben, die sich mit der Idee der Demokratie als Lebensform verbinden. In zahllosen wissenschaftlichen und publizistischen Artikeln wollte Hooke den Anspruch entkräften, den damals Faschisten wie Stalinisten erhoben. Die liberale Repräsentativherrschaft sei gescheitert, die Zukunft gehöre den demokratischen Sowjets bzw. der demokratischen Volksgemeinschaft, da sich in ihnen die Idee der Demokratie vollende. Dagegen argumentierte Hooke, die Demokratie müsse sich auf bestimmte Werte stützen, Tugenden, die Georg Simmel als von innen her wirkende Verfassung begriffen hatte. Und zwar, ich zitiere, den Belief in the equal right of all members of the community sowie den Belief in the value of difference, variety and uniqueness. Diese pluralistische Haltung sei entscheidend. In einer Demokratie, so Hooke, gelte es, Zitat, differences of interest and achievement nicht einfach zu dulden. Vielmehr müssten diese ermuntert und befördert werden. Ich zitiere noch einmal, the healthy zest and opposition arising from the conflict and interchanges of ideas, tastes and personality in a free society, Hooke weiter, is a much more fruitful source of new and significant experiences than the peace of dull, dead uniformity. Das Überleben der Demokratie setze also eine Kultur, einen Stil und Umgangsformen voraus, und zwar genau solche, die, ich zitiere nochmal Hooke, variation and free play, growth and experiment, Ende des Zitats, ermöglichen und befördern. Obwohl Hooke glaubte, solche demokratischen Grundwerte seien unverzichtbar, war ihm bewusst,
wie fragwürdig die Annahme ist, dass eine demokratische Kultur auf einem ethischen, moralischen oder normativen Konsens beruhen müsse. Also genau die zentrale Annahme, die man bei Böckenförder und Taylor findet. Hook dagegen war überzeugt, dass die Demokratie als Lebensform nicht mit einer spezifischen Moral verbunden sei. Vielmehr beruhe sie allein auf bestimmten Umgangsformen und Sitten, die es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, über Werte und Fragen der Moral zu streiten. It is obvious that no matter what the values are to which a democracy is committed, schreibt Hook, situations will arise in which these values conflict or in which they are challenged by other values. Der Primat der Form steht für Hook außer Zweifel. Ich zitiere, the ultimate commitment of a democracy, so Hooks Argument, must be a faith in some method by which these conflicts are resolved. Since the method must be the test of all values, it would not be inaccurate to call it the basic value in the democratic way of life. This method, das wird Sie alle freuen, this method is the method of intelligence, the method of critical scientific inquiry. Ende des Zitats. Nun ist heute unser Vertrauen in die Rationalität der wissenschaftlichen Diskussion erschüttert. Aber es lohnt sich trotzdem, Hook auch heute noch einmal zu lesen, weil er den Blick darauf richtet, dass allein Formen und Konventionen, Regeln und Verfahren es uns ermöglichen, mit jenen Wertekonflikten und moralischen Dilemmata zu leben, die wir nicht lösen, sondern nur aushalten können. Das Nachdenken über Fragen der Form und des Stils bietet daher die Chance, einen nuancierteren und subtileren und buchstäblich radikaleren Begriff von den kulturellen und sozialen Grundlagen der Demokratie zu gewinnen. Indem wir uns auf das Gespräch über die Demokratie als Lebensform einlassen, verfremdet sich unser Blick auf die weit verbreitete Angst, unserem Gemeinwesen mangele es an gemeinsamen Werten und einer moralischen Grundlage. Die spielerische Neugier, die mit der Frage der Form verbunden ist, ermöglicht es uns, die Quadratur des multikulturellen Kreises zu vermessen und vor allem mit jenen Konflikten zu leben, die sich aus der Spannung zwischen dem Versprechen der universellen Gleichheit und der alltäglichen Erfahrung der Vielheit und Verschiedenheit ergeben. Mit Hook im Rücken können wir uns den Sorgen Böckenförders und Taylors Plädoyer für eine Moral des sozialen Imaginären wieder zuwenden. Indem ich zunächst auf Formen statt auf Inhalte abhebe, betone ich die Bedeutung von Regeln und Verfahren, von Umgangsformen und Stilfragen und vermeide die wohlfeile Rede von gemeinsamen Werten. Statt mit Jürgen Habermas von einem Konsensus zu träumen, der in, Zitat, herrschaftsfreier Kommunikation, Zitat Ende, erzielt werden kann, sehe ich im Streit, wie in der Form des Streits das Wesen der liberalen Demokratie. Angesichts der gegenstrebigen Fügung der beiden Grundmotive von Streit und Form erweist sich Böckenförders Sorge als unbegründet, dass der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Der pluralistische Liberalismus, der seinen Wesenskern nicht aufgeben will, strebt eben gerade nicht nach Konsens und Harmonie, sondern fragt allein danach, wie wir ethische Konflikte und moralische Inkommensurabilität einhegen bzw. aushalten können. Böckenförde stellt die richtige Frage, aber er lenkt unseren Blick in die falsche Richtung, wenn wir nach einer Antwort suchen. Eine republikanische Verfassung sei so anzulegen, das wusste schon Immanuel Kant, dass sie sich auch für ein Zitat Volk von Teufeln eignen müsste. Zwar seien die Gesetze der Republik verbindlich, doch lasse sich, Zitat, keine böse Gesinnung, Zitat Ende, verbieten. Er spricht also viel dafür, etwas gelassener zu fragen, welche bürgerlichen Tugenden, moralische Leidenschaften, ethische Gefühle und Ressentiments in einer Demokratie laut werden. Entscheidend ist nämlich weniger, welche moralischen Leidenschaften Bürgerinnen und Bürger vertreten. Am Ende zählt vielmehr, wie sie das tun
und wie die Räume geformt sind, in denen sie das tun. Auch wenn wir die liberale Demokratie nicht allein als eine Herrschaft, sondern als eine Lebensform verstehen, tun wir uns gerade angesichts der gegenwärtigen Krise der Demokratie keinen Gefallen, wenn wir auf Fragen der Moral, der Tugend oder der Ethik starren. Der tiefe Pluralismus unserer Demokratien mag von Zerrissenheit zeugen, er ist vor allem aber unvermeidbar. Und das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann nochmal 45 Millionen Euro für Forschung über gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgeben. Gesellschaftlichen Zusammenhalt kann es an einer liberalen Demokratie nicht geben, weil sie eben vom Streit lebt und nicht vom Zusammenhalt. Versöhnen wir uns also mit dem Streit und der moralischen Inkommensurabilität. Je weniger wir uns um demokratische Tugenden und geteilte Werte sorgen, je weniger wir vom sozialen Imaginären reden, desto mehr Zeit gewinnen wir, um der Frage nachzugehen, welche Formen, welche Stile und welche sinnlichen Erfahrungen die Demokratie als Lebensform ermöglichen, stärken und gegebenenfalls wiederbeleben. Ein jüngeres Beispiel für einen demokratischen Raum ist Olafur Eliassons temporäre Installation von Eisbergen, die Sie hier sehen, die Ende Oktober 2014 auf dem Rathausplatz in Kopenhagen eröffnet wurde. Und ich habe das Beispiel auch ausgewählt, weil es eben besonders populär ist und Olafur Eliasson jetzt nicht irgendwie, vielleicht ist er kein bedeutender Künstler, aber er ist ein kommerziell wahnsinnig erfolgreicher Künstler. Aber ich will da keine Urteile fällen, ich bin ja nur ein einfacher Historiker. Mit Ice Watch von Eliasson sind zwei Ideen verbunden. Das Eis ist wie eine Uhr angeordnet, um das Vergehen der Zeit anzuzeigen, und die Beobachter können in Echtzeit beobachten, wie das Eis schmilzt. Für Eliasson war die sinnliche Dimension von zentraler Bedeutung für die damit verbundenen politischen Fragen. Er forderte die Passanten auf, das Eis sinnlich zu erleben, zu berühren und zu fühlen. Und ich zitiere Eliasson: "As an artist, I am interested in how we give knowledge a body. What does a thought feel like and how can felt knowledge encourage action? I hope that people will touch the inland ice on City Hall Square and be touched by it. Perception and physical experiences are cornerstones in art and they may also function as tools for creating social change." Jetzt haben Sie Beispiele für diese sinnlichen Erfahrungen. Diese hier ist besonders eindringlich. Ich hoffe, das Kind hat die Zunge wieder weg vom Eis bekommen. Hier, ich glaube, jetzt müssen wir ihn sehen. Ja, also da haben Sie nochmal den Kern. Eliassons Installation beleuchtet die sinnliche Dimension demokratischer Räume. Die Herausforderung für jedes demokratische Gemeinwesen liegt in der Fähigkeit seiner Bürgerinnen und Bürger, einen öffentlichen Raum zu schaffen, der sowohl die ungesellige Geselligkeit der Bürgerinnen und Bürger fördert, als auch ihr Recht auf Verschiedenheit anerkennt. Ästhetische Erfahrungen sowie Fragen der Form und des Stils sind von zentraler Bedeutung für jeden Versuch, Differenzen in einer Welt der universellen Gleichheit zu verhandeln. Eliasson macht uns auf das weit verbreitete Missverständnis aufmerksam, dass die öffentliche Sphäre ein Raum ist, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger versammeln, um das Ideal des Gemeinwohls zu pflegen. Tatsächlich bieten die Formen der Geselligkeit in einer Demokratie den Bürgern die Möglichkeit, sich in öffentlichen Räumen zu versammeln, die ein gemeinsames Bewusstsein dafür ermöglichen, wie unterschiedlich wir sind. Solche ästhetischen und moralischen Erfahrungen sind von zentraler Bedeutung für demokratische Räume, die es uns ermöglichen, unseren Frieden mit der Tatsache zu machen, dass wir eher anderer Meinung sind, als wir zustimmen, und wir dann die geteilte Erfahrung der Verschiedenheit als Erfolg feiern können. Bezeichnenderweise wird der Streit über kulturelle und religiöse Verschiedenheit umso heftiger, je mehr sich das Ideal der allgemeinen Gleichheit und Freiheit durchsetzt. Die Idee,
der universellen Gleichheit verändert den Blick auf alle Formen der Verschiedenheit. Gerade wegen der Überzeugung, dass alle Bürgerinnen und Bürger gleich sind, wird es zum Problem, dass wir im Alltag ständig erfahren, wie sehr wir uns unterscheiden. Die Auseinandersetzung über kulturelle Vielheit und die Spannung zwischen Liberalismus und Multikulturalismus belegen anschaulich eine These des Historikers Thomas Nipperdey. Und ich zitiere: Je selbstverständlicher es den modernen Menschen wurde, Zitat, sie selbst sein zu wollen, frei von allen äußeren fremden, gar autoritären Zwängen, so schwierig wurde es ihnen, Zitat, zugleich anzuerkennen, dass andere anders sein wollten. Damit komme ich zum Schluss. Was bleibt? Es wäre abwegig, die Begriffe der demokratischen Formen und der demokratischen Ästhetik analytisch präzise, eindeutig und allgemein gültig zu definieren. Solch ein Versuch müsste nicht nur scheitern, sondern wäre bestenfalls nichtssagend, schlimmstenfalls ein Akt der semantischen Ausgrenzung und Gewalt. Alle Begriffe, in denen sich ein ganzer Prozess semiotisch zusammenfasst, entziehen sich der Definition, hat Nietzsche bekanntlich gesagt, und steht damit Pate für das Programm der geschichtlichen Grundbegriffe. Und ich zitiere noch einmal Nietzsche: Definierbar ist nur das, was keine Geschichte hat. Und natürlich haben demokratische Formen und demokratische Ästhetik sind zutiefst historische Phänomene. Der Versuch, demokratische Formen, demokratische Sitten oder eine demokratische Ästhetik auf einen Begriff zu bringen, sollte daher ebenso verspielt und spielerisch, fantasievoll und schwer fassbar und aufregend sein wie das Experiment der Demokratie selbst. Eine demokratische Deutung der Demokratie begreift diese in gleichem Maße als Herrschafts- und als Lebensform. Und sie verzichtet darauf, die moralischen und ethischen Voraussetzungen zu bestimmen. Statt den Blick auf demokratische Werte oder das soziale Imaginäre zu richten oder eben von Homogenität zu träumen, wie bei Böckenförde, fragt eine demokratische Deutung der Demokratie danach, welche Form, welche Stile und welche sinnlichen Erfahrungen die Demokratie als Lebensform ermöglichen. Ihr Interesse gilt den Formen, nicht dem Inhalt. Solche Fragen lassen sich am ehesten im Rahmen jener fröhlichen Wissenschaft beantworten, die Natalie Seaman Davis auf den Begriff der, ich zitiere, Fuzzy Studies gebracht hat. Im Rahmen eines hochkarätig besetzten Symposiums on the Consequences of Blur hat Davis vor einigen Jahren darauf hingewiesen oder dafür geworben, ich zitiere, das Unscharfe zum Erkenntnisprinzip zu erheben. Damit knüpft sie an eine Tradition an, die sich vor allem mit dem Namen Siegfried Krakauers verbindet. Die Geisteswissenschaften schaffen sich selbst ab, wenn sie sich am Vorbild der Natur- und Sozialwissenschaften orientieren, betonte Krakauer schon 1950. Ihre Kernkompetenz sei die Unschärfe, seien solche Fragen, die, ich zitiere noch einmal Krakauer, so oder so aufgefasst werden können. Es könnte sich also als fruchtbar erweisen, einen Begriff demokratischer Formen vor allem ex negativo zu bestimmen. Statt nach einer analytisch präzisen Definition von demokratischer Ästhetik zu suchen, sollten wir unsere moralischen und politischen Sinne dafür schärfen, was keine demokratischen Formen und was keine demokratischen Sitten sind und was kein demokratischer Stil ist. Sollten wir fragen, wann und wo und in welchem Maße die Demokratie als Lebensform Schaden zu nehmen droht. Immer geht es um den spezifischen Moment, den besonderen Ort, den anschaulichen Kontext. Dass die Negativität zur Grundlage unseres Nachdenkens wird, entspricht dem von Judith Sklar begründeten Liberalismus der Furcht, der in der Grausamkeit das schlimmste Übel sucht und sich darauf konzentriert, das zu verhindern. Statt vom Heil zu träumen, sollten wir unseren Sinn für das Leiden schaffen, die uns auch als Bürgerinnen und Bürgern eines demokratischen Gemeinwesens drohen, für unsere Verwundbarkeit und unsere existenzielle Gefährdung. Dass ich meinen Vortrag
so schwermütig ausklingen lasse, mag Ihnen sonderbar vorkommen, Sie vielleicht sogar deprimieren. Trösten können wir uns aber mit Peter Falk, der bekanntlich in Der Himmel über Berlin das Gespräch mit Engeln suchte. Ich zitiere: I can't see you, but I know you are here, I feel it, sagt Falk vor der Frittenbude zum unsichtbaren Engel. Damit formuliert er einen sinnlich begründeten Wirklichkeitsbegriff, der sich sowohl für Gespräche mit Engeln eignet, als auch für unsere Suche nach demokratischen Formen und unserem Streit darüber, was es heißt, Demokratie zu erfahren. Vielen Dank.